Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen. Ja, am Montag ist es endlich soweit. Die Auslosung fürs Champions League Achtelfinale steht an. Und ich würde euch mal zeigen, wem denn die Bayern alles begegnen könnten. Und ja, hier seht ihr schon die vier Mannschaften. Und ich muss sagen, den Bayern droht ein wirkliches Hammerlos. Wir fangen mal von rechts nach links an. Also, denkt der schwächste Gegner, die was aber echt sensationell im Achtelfinale sind. Also wirklich Respekt an Club Brügge. Die stehen zum ersten Mal im Achtelfinale und ich denke, die wären der einfachste Gegner. Dann der AC Mailand, mehr mein persönliches Lieblingslos, weil sie sind nicht die schlechtesten, aber sie sind auch ein krasses Team und ich würde mich echt freuen, wenn es gegen AC Mailand gehen wird. Und ja, die haben es auch als Zweiter geschafft und dann, ja, die zwei Hammer Teams, der FC Liverpool und Paris Saint-Germain. Also wirklich zwei absolute Hammer Teams, die uns da im Achtelfinale begegnen könnten. Ja, das Problem ist halt einfach in diesem Jahr, dass eben drei deutsche Mannschaften als Gruppenzweiter weitergekommen sind und als deutsche Mannschaft kann man ja nicht als deutsche Mannschaft im Achtelfinale aufeinandertreffen. Und deswegen, ja, fallen die drei eben schon mal raus, dann eben Inter Mailand von der Bayern-Gruppe aus der Gruppenphase fällt raus und deswegen sind eben nur vier Gegner möglich. Und ja, wie gesagt, mit Paris Saint-Germain und mit dem FC Liverpool, das wäre ein heftiges Ding. Also ich weiß nicht, ob das die Bayern dann schaffen werden. Klar, die beiden sind ja so okay drauf. Man muss halt sagen, Paris ist nur Zweiter geworden, weil Benfica Lissabon ist, glaube ich, in der Gruppe Erster geworden. Also wirklich sensationell. Und Paris hat halt, ich weiß nicht, Messi ist momentan gut drauf. Aber man kann es halt nicht einschätzen, ob die Bayern dann weiterkommen würden gegen Paris. Und der FC Liverpool, ja ganz ehrlich, die haben momentan auch nicht die beste Form. Aber muss halt auch sagen, die ganzen Begegnungen werden dann erst im nächsten Jahr stattfinden, nach der WM. Und wer weiß, was bei dieser WM alles passiert. Wer weiß, wer sich verletzt. Wer weiß, wer auf einmal zu einer Weltklasse-Form findet. Deswegen, also ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, ich würde Paris Saint-Germain und Liverpool gerne meiden. AC Mailand und Brügge gerne nehmen. Aber ihr könnt mal eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, gegen wen geht's? Und ja, dann sind wir gespannt. Am Montag, wie gesagt, um 12 Uhr ist die Auslosung. Und dann schauen wir mal, wen die Bayern zugelost bekommen. Also, das war's für heute dann auch schon wieder. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt am Ball. Ciao.